Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Das Elysian Tale. Und wie ich in der letzten Folge schon sagte, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Geheimnisse hier in Schlammingen. Davon scheint es ja auch noch ein paar zu geben. Wir werden die rankommen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass da oben was wäre. Oder ist hier unten was? Ne, hier geht es nur nach unten, oder? Da drüben ist auf jeden Fall was. Mal nachgucken. So, hier hoch wieder. Ne, hier ist nichts. Also muss doch hier irgendwo was sein. Ah ja, ich habe sogar, glaube ich, gerade was gehört. Okay, das hier gibt uns nicht keinen Auftrieb, leider. Ich habe aber das Gefühl, ich muss irgendwie da hoch. Okay, dann gehen wir nochmal zurück auf die Weltkarte. Und treten das Gebiet wieder. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Hier unten gibt es ja, glaube ich, keine fliegenden Gegner, oder? Die uns helfen könnten, da hochzukommen. Nein, da sind bloß diese Gegner da, diese Hitzeviecher. Okay. Doppelsprung alleine reicht nicht aus, um da hochzukommen. Okay, ich versuch's nochmal. Übersichtskarte. Nein, so töte ich den nur. Hier kann ich auch nichts machen. Nee, der hilft mir nicht beim Auftrieb. Und verstärken kann ich den Auftrieb auch nirgendwo nicht. Da hoch muss ich irgendwie, aber wie? Nein, so falle ich bloß runter. Ich höre genau, dass da oben ein Käfig ist. Aber wie komme ich zu dem hoch? Es muss irgendwas mit dieser Luftströmung hier zu tun haben. Nein. Und es gibt ja auch keinen höheren Punkt. Ich kann ja nicht hier oben drauf springen. Nein, kann ich nicht. Hier gibt es auch keinen Weg oder so. Au! Lässt du das mal? Na gut, dann gucken wir uns nach den anderen Secrets um. Wir haben hier eh noch Orte. Gehen wir erstmal hier lang. Hier sind wir nämlich wieder in den Höhlen. Hier haben wir noch ein paar Secrets einzusammeln. Die sammle ich auch mal schön ein. Wo landen wir jetzt? Oh. Hier unten. Okay. Die hat uns sicher nichts mehr zu sagen. Also gehen wir einfach den Weg zurück am Händler vorbei. Ah, machen wir es von hinten nach vorne. Ups. Hier hoch. Kurz am Quicksave vorbei. So, und ein paar Gegner vermöbeln. Hier wäre nämlich schon mal
ein Secret irgendwo. Und das werden wir hoffentlich. Wow, wie habe ich das jetzt angestellt? Ja, eigentlich wollte ich das schon die ganze Zeit so machen, auch vorhin draußen bei dem Käfig. Und ich habe den genau gehört, den Käfig da oben. Au. Vergiftet ihr mich einfach hier? Schämt euch. Ah, Gift ist nicht gut. Dagegen sollte ich was nehmen. So. Und dann weiter nach dem Secret suchen. Hm? Hier runter vielleicht? Ne, ich glaube, von hier komme ich. Ja, hier ist das Safe Point. Okay, dann gucken wir mal hier hoch. Nö. Ah, hier ist was. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier ist das Secret. Okay. Ups. Das war nicht das, was ich wollte. Das wollte ich. So. Das war das Secret Nummer 1. Dann geht's weiter. In die Richtung. Ah, hier runter wahrscheinlich. Die ignoriere ich einfach mal. Euch kann ich nicht ignorieren. So. Und du auch noch. Und dann kann ich hier hoffentlich jetzt immer noch nicht weiter, weil du noch lebst. So. Und weiter geht's. Den überspringen wir einfach mal. Wie alle anderen auch hier. Ich will nur Secrets sammeln. Keine Gegner. Brauche ich das Möbeln. Das dauert sonst viel zu lang. So, die können wir vermöbeln. So. Und ja, warum klappt das hier und nicht draußen? Das würde ich gerne wissen. Save Point. Stacheln. Noch mehr Stacheln. Noch mehr Stacheln. Und ich glaube, das hier ist einfach nur der Weg auf zurück. Jupp, das hier ist einfach nur der Weg zurück. Ich hoffe mal, hier oben finden wir noch was. Nö. Okay, nochmal zurückgehen. Dieses Mal nicht in die Stacheln. Hier oben ist schon mal nichts. Okay. Das ist doppelt mies, hier einmal ein Secret zu finden und gleichzeitig nicht zerbombt zu werden. Hä? So, hier hoch. Ah, da müsste das Secret sein, wenn ich rüberkomme. Ja. Sehr schön. Und was haben wir hier? Einen Schlüssel. Und das war's mit dem Secret hier. Jetzt müssen wir wieder hier zurück. Am besten die Bombe mitnehmen. Dass wir auch einen erleuchteten Weg haben und nicht wieder in Stacheln springen. So. Hier runter. Ja, kann sie ruhig in die Luft fliegen. Und hier hoch. Oh ja, hier sind diese Dinger. Hier gibt es nichts. Au.
Wichtiges für uns. Uah, wieder diese grüne Kotze. Wow. Runterfallen war nicht gut, glaube ich, obwohl das hier wahrscheinlich der schnellere Weg zurück ist. Ja, Save Point. Und dann ist hier irgendwo ein Secret. Bei dem grünen Zeug hier. Händler brauchen wir nicht im Augenblick. Autsch. Hier vielleicht hoch. Mal gucken. Au. Ja, hier sieht's schon mal richtig aus. Da auch nicht. Hier oben was? Ne, hier ist der Weg zurück. Ups. Hier durch. Wieder an dem grünen Zeug warten, was auch immer das ist. Hier sind nur Stacheln. Hier ist noch mehr von dem grünen Zeug. Also ja, da finde ich die Lawinen um einiges angenehmer. Ah, hier. Hier ist noch ein Schlüssel. Das war's mit dem Secret. Ja, ich sammle alle Schlüssel ein, weil wir wahrscheinlich noch viel mehr Schlüssel brauchen werden. Au. Ja, geh weg. Wow. Na, so einfach kommt man da wohl doch nicht durch. Aber das macht uns ja fast kaum Schaden mehr. So, hier mal kurz durch und nach oben mal hier. Hoffentlich ist das der Weg nach oben. Ist schon eine Weile her, dass ich in diesen Höhlen war. Ich habe allgemein keine so gute Orientierung bei sowas. Aber ja, das ist der Weg weiter. Also der Weg zurück, besser gesagt. So, Jungs. Für euch ist hier mal Schluss. Irgendwo da hoch muss ich wohl, hä? Oh, hier ist ja noch das. Hier ist das Secret. So, ein bisschen hier rumwirbeln. Hilft leider nicht viel. In den Dingern rumwirbeln hilft auch nicht besonders viel. So. Na, das war fast schon irgendwie richtig. Denke ich mal. Na. Irgendwie kriege ich das schon noch hin. Hier rüber. Ja, fast. Ich brauche nur an der Stelle den Doppelsprung, dann dürfte ich dahin da rankommen. So, höher, höher. Wenn ich es nicht vergeig ständig. Hoch, hoch. Nein, das war auch nicht richtig. Hier komme ich nicht einfach runter. Na, das war schon wieder gegen die Decke gejumpt. Komm, ich will den Schlüssel da haben. Hilft mir vielleicht die Blitzbombe. Na, etwas in die Richtung hat sie mir schon geholfen. Gleich nochmal.
Ich glaube, ich brauche einen Gegner dort. Aber ich versuche es trotzdem noch mal weiter mit der Blitzbombe. Hilft die mir eigentlich allgemein? Hm. Ah, nein. Noch einen Versuch, dann mache ich einen Cut und versuche das Ganze mal offscreen hinzukriegen. Ah, fast geschafft. Aber nur fast. Okay, Leute, ich denke mal, ich mache hier erstmal einen Cut. Versuche den Schlüssel offscreen zu kriegen und dann sehen wir uns dann wieder. Bis gleich.